Stager. Es ist 5 Uhr früh, es geht ab zum Flughafen, auf zur AIDA Vita in New York. Guten Morgen. Bringst du mich zum Flughafen? Ja. Freust du dich? Dass um 5 Uhr. Ja, du bist ja eh so eine Frühaufsteherin. Ja, ich bin ja schon wach. Das haben wir schon hinkriegen. Content is king. Ich bin jetzt in Frankfurt angekommen aus Wien. Ich muss sagen, ein Hammer. Ich bin vom Gate, vom Wienflug bis zum New York Abflug Gate hier in Frankfurt 32 Minuten zu Fuß unterwegs gewesen. Schon auch mit Sicherheitskontrolle, die war überraschend kurz, die hat nur ein paar Minuten gedauert. Also wenn man da knapper dran ist, keine Ahnung, wie man das schaffen soll, diesen Anschluss. Es ist unglaublich, mein Latsch bestimmt 1,5 Kilometer, bin ich da leicht jetzt durchmarschiert von einem Terminal zum anderen, zum Gate. Wahnsinn, aber jetzt bin ich da und hoffe, dass alles normal weitergeht. Ich bin in New York angekommen. Jetzt durch den Security-Check, das hat ein bisschen länger gedauert, weil dieses ESTA-automatische System hat bei mir nicht funktioniert. Musste ich in einer Schlange kurz stehen, das war auch okay, war jetzt vielleicht 25 Minuten. Der Flug war super mit der Lufthansa, kann man echt nichts sagen. Super Flieger, dieser große, weiß nicht, Airbus oder Boeing, ich weiß nicht, was ist das große Flugzeug mit 2 Stockwerken, war echt cool. Ja, und jetzt schule ich mir ein Cab und dann geht es rein Richtung AIDA Vita. Schauen wir mal. Jetzt hier am Pier 90 angekommen, da dahinter steht die AIDA Vita. Ich bin vorsichtig, aber ganz ehrlich gesagt, bei der Taxifahrt war ich nicht mehr sicher, ob wir heute noch ankommen werden. Das war Wahnsinn. Ich bin am JFK ins Taxi eingestiegen. Ich habe einen Fixpreis ausgemacht, das sind hier so fixe Preise, 59 Dollar bis zum Pier, also bis zum Manhattan Cruise Terminal mitten in der Stadt, wo die AIDA Vita liegt. Wir waren über 90 Minuten unterwegs. Es war ein einziger Parkplatz. Von JFK bis hierher sind die Autos gestanden, Rush-Hour, wie in den ärgsten Filmen. Also unglaublich, volles Rush-Hour-Erlebnis. Mein Gott sei Dank habe ich genug Zeit gehabt und ja, jetzt bin ich bei der AIDA Vita angekommen. Ich gehe jetzt kurz, boah, es ist auch so heiß hier heute, es ist feucht heiß. Ja, ich gehe kurz die Kabine auspacken und dann werde ich noch einen Abendspaziergang in New York machen und ich dachte, dann mache ich dann ein extra Video. Auf jeden Fall, ich bin da, hurra, hurra, New York, hier bin ich, AIDA Vita, hier bin ich. Jetzt geht die Reise dann los.